Hitze, Trockenheit, Waldbrandgefahr. Erst im Juni hat es in einem Waldstück in der Fasanerie auf fast 2000 Quadratmeter gebrannt. Allein im vergangenen Jahr sind in Bayern rund 214 Hektar den Flammen zum Opfer gefallen. 90% der Fläche zwischen Juni und August. Die Bayerische Feuerwehr macht darum jetzt verstärkt Brandschutzübungen. Wir haben so rund 150 Einsatzkräfte gerade am Start. Es sind natürlich die umliegenden Feuerwehren daran beteiligt, aber auch über den ganzen Landkreis verteilt spezielle Feuerwehren, die mit Waldbrandkomponenten des Landkreises ausgestattet sind, kommen natürlich hier bei sowas zum Einsatz. Unterstützung bekommen die Einsatzkräfte dabei aus der Luft. Der Beobachtungsdienst der Bayerischen Luftrettungsstaffel sucht den Wald von oben nach Brandnestern ab. Mit an Bord Waldministerin Michaela Kanniber. Mit einem wirklich außerordentlich starken Piloten, der allein schon diesen Blick hat, ja, genau zu wissen, zu unterscheiden, ist jetzt das eine Rauchschwade von einer landwirtschaftlichen Tätigkeit oder ist es wirklich ein echter Brand? Bei dem Brand in der Fasanerie hat die Feuerwehr unter anderem eine Propangasflasche gefunden. Ein Hinweis, dass hier gegrillt worden sein könnte. Es geht auch darum, dass wir die Menschen sensibilisieren. Wer sich im Wald aufhält und wer unterwegs ist als Land- und Waldnutzer, als Erholungssuchende oder Wanderer, wie auch immer, dass es einfach ein absolutes No-Go ist, einfach zu grillen oder auch zu rauchen und die Zigarette einfach leichtfertig wegzuschmeißen. Also die Sensibilisierung, der Schutz des Waldes hat oberste Priorität. Es gilt also für alle in den heißen Monaten ständig wachsam zu bleiben, damit es diese Bilder auch in Zukunft nur zu Trainingszwecken gibt.